Wendy ist Kunstlehrerin. Heute Morgen hat ihr jemand einen Streich gespielt und ihre Kaffeetasse mit Klebstoff beschmiert. Sie befragt drei Verdächtige. Blair sagt, ich war es nicht. Ich war zu sehr damit beschäftigt, diese schönen Blumen zu malen. Jason sagt, ich habe verschlafen und bin erst später ins Malstudio gekommen als sie. Und Zara sagt, warum sollte ich? Sie sind doch meine Lieblingslehrerin. Wer hat das getan? Es war Zara. In ihrer Tasche ist ein Klebestift. Wendy gibt ihren Schülern eine Aufgabe und verlässt das Malstudio. Nach einer Weile kommt sie zurück und sieht dieses Bild. Sie sagt, wow, wer hat dieses Meisterwerk gemalt? Drei Schüler behaupten, das Bild gemalt zu haben. Kannst du erraten, wer die Wahrheit sagt? Um das Rätsel zu lösen, werfen wir einen Blick auf ihre Paletten. Nur dieser Schüler hat alle Farben, die zum Bild passen. Wendy geht nach draußen, um etwas für das Mittagessen einzukaufen. Plötzlich sieht sie einen Radfahrer auf dem Boden liegen. Kannst du erraten, was passiert ist? Das Auto hat die Ketchupflasche angefahren. Der Radfahrer ist nur in der Nähe gestürzt. Wendy bekommt eine Lieferung. Drei identische Kartons mit Künstlerbedarf. Alle Kartons sind falsch beschriftet. Wendy muss alle Kartons richtig beschriften, indem sie nur einen Karton öffnet. Kannst du ihr dabei helfen? Da alle drei Kartons die falschen Gegenstände enthalten, soll Wendy den dritten Karton öffnen. Wenn sie Wasserfarben enthält, sind in der ersten Kiste Pinsel und in der zweiten Wasserfarben und Pinsel. Und wenn sie in der dritten Kiste Pinsel findet, enthält die erste Kiste sowohl Wasserfarben als auch Pinsel, während die zweite Kiste nur Wasserfarben enthält. Der Lieferant geht nach draußen und schreit, Hey, ruf die Polizei, jemand hat meinen Wagen gestohlen! Die Polizei ermittelt und findet diese drei Verdächtigen. Einer von ihnen ist ein Dieb. Kannst du erraten, wer? Der erste streicht gerade seinen Zaun. Der dritte ist ein Gärtner. Aber der zweite hat einen Dietrich in seiner Hemdtasche. Er ist also der Dieb. Wendy kommt auf eine Halloween-Party. Drei Jungs fordern sie zum Tanzen auf. Aber einer von ihnen ist ein Werwolf. Kannst du erraten, wer es ist? Der erste Junge trägt nur ein Werwolfskostüm. Der zweite hat ein paar Kratzer. Das beweist noch gar nichts. Aber der dritte hat einen richtigen Wolfsschwanz. Nach der Party wacht Wendy in einer Eiszelle auf. In der Hand hält sie nur eine Spitzhacke. Währenddessen sitzt ihr bester Freund Zack mit einer Bohrmaschine in einer ähnlichen Zelle. Kannst du vorhersagen, wer von beiden entkommen wird? Nur Wendy wird entkommen. Ohne Strom kann Zack die Bohrmaschine gar nicht benutzen. Am nächsten Tag kommt Wendy ins Kunststudio. Sie stellt ihren Kaffee auf den Schreibtisch und geht auf die Toilette. Als Wendy zurückkommt, stellt sie fest, dass jemand ihren Kaffee getrunken hat. Sie sucht die Oberfläche der Tasse nach Fingerabdrücken ab, findet aber nur ihre eigenen. Wendy befragt drei Verdächtige aus der Gruppe. Blair sagt, Tut mir leid, ich habe meine Pinsel im Waschbecken gewaschen. Ich habe nicht auf ihren Schreibtisch geachtet. Jason sagt, Tut mir leid, aber ich mag keinen Kaffee und außerdem habe ich Stories für meine Follower gestreamt. Und Robin sagt, Ich habe mich in der Garderobe umgezogen, um für den Porträtkurs zu posieren. Wer hat das getan? Es war Jason. Er hat Gummihandschuhe in seiner Gesäßtasche versteckt. Deshalb hat er keine Fingerabdrücke hinterlassen. Wendy erhält einen Notruf. Jemand hat Bilder aus der Galerie ihres Kunststudios gestohlen. Wendy befragt drei Verdächtige unter den Besuchern. Sarah sagt, Ich bin hierher gekommen, um ein paar eurer Bilder zu kaufen, aber als ich in die Galerie kam, waren die Wände leer. Jill sagt, Ich bin seit 7 Jahren blind, also konnte ich nichts sehen. Ich besuche diese Galerie nur, um eure Toilette zu benutzen. Und Robert sagt,
Warum sollte ich diesen Ort ausrauben? Ich bin der Hauptinvestor. Wer lügt hier? Jill, wenn sie wirklich blind ist, warum hat sie dann diese Kamera mitgebracht? Wendy macht Aufnahmeprüfungen für Kunststudenten. Einer der drei Künstler ist Linkshänder. Kannst du erraten, wer? Es ist der dritte. Für Linkshänder ist es einfacher, die Palette in der rechten Hand zu halten und mit der linken Hand zu malen. So arbeitet die linke Hand und die rechte Hand bleibt ruhig. Während der Tests wird ein Typ namens Bobby sehr krank und fällt in Ohnmacht. Wendy ruft einen Krankenwagen und bringt ihn ins Krankenhaus. Da sie Bobby gerade erst kennengelernt hat, kennt sie seine Familie nicht. Trotzdem erkennt Wendy seine Frau im Krankenhaus sofort. Kannst du sie auch erkennen? Es ist die erste Dame. Sie haben die gleichen Tattoos. Und die dritte Dame hat ein ähnliches Muttermal auf der Wange. Also ist sie wahrscheinlich Bobbys Schwester. Die Ärzte vermuten eine Vergiftung. Deshalb behalten sie Bobby für Tests im Krankenhaus. Währenddessen kehrt Wendy ins Studio zurück und befragt drei Zeugen unter den Kandidaten. Sheila sagt, Bobby sah von Anfang an nicht gut aus. Ich kann es ihm nicht verübeln. Alle waren während der Prüfungen gestresst. Sam sagt, ich weiß nicht, wer ihn vergiftet hat, aber diese Person ist herzlos. Und Xavier sagt, ich glaube, Bobby tut nur so, als sei er krank, damit man ihn aus Mitleid aufnimmt. Am nächsten Tag ruft Bobby Wendy an und teilt ihr das Testergebnis mit. Er wurde vergiftet. Wendy ruft die Polizei, die einen der Zeugen verhaftet. Kannst du erraten, wen und warum? Sam, er wusste von dem Gift, bevor die Testergebnisse vorlagen. Als Wendy am nächsten Morgen das Studio betritt, sieht sie, dass jemand ein Chaos hinterlassen hat. Die Leinwände sind zerrissen und die Farben auf dem Boden verschüttet. Kannst du alle Pinsel in diesem Raum zählen? Es sind 13. Was ist mit den Glasbehältern? Kannst du die genaue Anzahl zählen? Es sind 8 Gläser in diesem Studio, einschließlich des zerbrochenen. Wendy fragt ihre drei Schüler, wer hat dieses Chaos angerichtet? Nina antwortet, ich glaube, das war David. Er wäscht sich nie die Hände oder die Kleidung. Der ist komisch. David sagt, es war Nina! Sie ist nur eifersüchtig, weil ihre Bilder nicht für eine Kunstausstellung ausgewählt wurden. Und Amber sagt, ich weiß nicht, wer das war. Ich habe mich gestern krank gefühlt und bin zu Hause geblieben. Wer ist für dieses Chaos verantwortlich? Schau dir die Bilderrahmen an. Sie sind alle signiert. Auf der einzigen Leinwand, die nicht zerrissen ist, steht Davids Name. Er hat also das Studio und die Werke seiner Konkurrenten ruiniert. Wendy führt ihre Schüler zu einem Plenär in den Park. Kannst du hier etwas Seltsames erkennen? Das ist ein Apfelbaum, aber warum liegen darunter so viele Orangen? Zwei Schüler haben fast identische Bilder gemalt. Kannst du Wendy helfen, drei Unterschiede zu finden? Hier sind sie. Was ist mit diesen Porträts? Kannst du drei Unterschiede finden? Nach dem Unterricht versucht Wendy, den Park zu verlassen und verirrt sich. Sie muss durch dieses verwirrende Labyrinth. Kannst du ihr helfen, den Ausgang zu finden? Nur der erste Weg ist der richtige. Auf dem Heimweg kommt Wendy in einen Supermarkt. Kannst du zählen, wie viele Kakteen dort stehen?
6. Jemand hat das teuerste Auto auf dem Parkplatz vor Wendys Haus demoliert. Die Polizei befragt 3 Zeugen, um herauszufinden, wer es war. Carl sagt: Das ist mein Auto. Ich habe es wie immer geparkt und bin nach Hause gegangen. Wendy hat mich mit ihrem Anruf geweckt. Gia sagt: Ich hatte gerade eine Yogastunde in einem Studio in der Nähe. Das Auto gehört meinem Ex-Freund Carl. Schade, er liebte dieses Auto mehr als mich. Und Peter sagt: Carl ist mein Nachbar, aber er ist nicht mein Freund, wenn du verstehst, was ich meine. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und bin gerade erst gekommen. Wer hat Carls Auto demoliert? Es war Gia. Sie hatte einen Baseballschläger in ihrer Yogamatte versteckt.